Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall gut. Jetzt ist das hier natürlich jetzt in dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, ehrlich gesagt ein kleines bisschen spät. Nämlich 23 Uhr irgendwas, aber ich dachte mir, okay, dann nutzen wir die Zeit mal und machen das einfach so ein Part, wo ich mal ein bisschen zu die Abendlistenseiten von Animal Crossing New Leaf kennenlernen werde. Was geht's denn los, Samsit? Aber es wird es mal einen Gefallen bitten, der Bürgermeister. Also, es müsste einen Laden auf der Einkaufsmeile eröffnen. Das ist mein Plan, zumindest die Kurzfassung. Ja, klingt toll, bin voll hinter dir. Hey, ist das dein Ernst? Du fragst dich mal, was für ein Laden mir vorschwebt. Der Bürgermeister, du hast das Zeugsum Kabarettisten von Weltrang. Ehrenhaft. Vielleicht sollte ich trotzdem erwähnen, welche Art von Laden mir vorschwebt. Ich will die Bürgerinnen und Bürger von City mit einer toller Live-Musik unterhalten im Club Kalauer. Du siehst nicht so angetan aus, wie ich es gehofft hatte. Haha, kein Problem. Wie ich es einsetze, wirst du den Club lieben, Herr Bürgermeister. Da du meinen Plan zugestimmt hast, wirst du mir sicher auch helfen, Herr Bürgermeister. Ehrlich gesagt, war es schon im Rathaus, aber dort deine Sekretärin Melina alles erklärt. Live-Clubs sind bekanntlich etwas laut. Und manchmal beschweren sich Menschen darüber. Nachbarn zum Beispiel, die es auch bei Partys beschweren. Jetzt hat meine Zelda-Mütze gar nicht auf. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Schuss. Ich dachte mir gerade, wenn irgendwas fehlt, ist meine Zelda-Mütze, die ich ab jetzt mein neues Markenzeichen. Die habe ich auf jetzt, ab jetzt bei jedem Video auf, wie früher mal die NES-Mütze, die ja leider jetzt in die Jagdgründe von der Flieger irgendwo verloren gegangen ist, aber jetzt habe ich hier meine Zelda-Cap, die ist auch geil. Und ihr müsst immer auf die krasse Comic-Con zurück. So, sie meinte, für meinen Club bräuchte ich deine Genehmigung und einige Unterschriften von Unterstützern. Jetzt, wo du dann okay gegeben hast, fehlen mir nur noch ein paar Unterschriften. Und rate mal, was ich hier habe. Genau, eine Unterschriftenliste. Es fehlen nur noch die Unterschriften. Gehst du bitte für mich auf die Jagd der Unterschriften für den Club? Ach, jetzt muss ich das hier auf einmal machen, aber okay. Ich hätte es eigentlich von dir eine Antwort erwartet. Hast du vielleicht innerlich, machst doch selbst gebrüllt? Nein, vielleicht doch, ja natürlich, verstehe. Die Sache ist nun mal die. Ich bin hier wirklich auf deine Hilfe angewiesen, Herr Bürgermeister. Schließlich unterschreiben die Leute eher, wenn sie jemand fragt, den sie vertrauen können. Wie du eben. War ja auch seltsam, wenn ein Fremder wie ich auf einmal fragt, hey! Willst du einen Club? Mit einem anderen Ladenbesitzer habe ich schon geredet. Jetzt fehlen mir nur noch die Unterschriften von 6 Einwohnern. Ich bereite die Eröffnung des Clubs vor, bin also die meiste Zeit auf der Einkaufsmeile anzutreffen. Komm am besten dort vorbei, wenn du alle Unterschriften eingesammelt hast oder einfach reden willst. Ach ja? Und danke für deine Hilfe. Okay. Dann schauen wir doch mal hin zur Einkaufsmeile. Da ist ein Zelt. Das ist hier besser. Schauen wir mal hin, wo der Club entstehen soll. Ob man das in irgendwas sieht hier auf der Einkaufsmeile. Ich bin gespannt. Ich mag das Spiel wirklich. Oh, Animal Crossing ist so ein tolles Spiel. Seit wann ist hier ein Supermarkt? Was hab ich verpasst? Willkommen, willkommen. Ja, ja. Ah, die Musik ist so geil. Ich mag die voll gerne aus dem Supermarkt. Erinnert mich voll an so eine krasse Aesop-Musik. Ich will mir noch ein Bett in mein Haus stellen, als ja, es nehme es. Oh, Kaugummi-Automat. Oh mein Gott. Ja, ich mach gleich die Unterschriften, aber ja, ich muss ein paar Sachen hier einkaufen. Because I have money. With money you can do whatever you want. Ah gut, das ist erstmal genug. Wiedersehen. Lustig, seit wann haben wir diesen Supermarkt? Ey, das sieht man mal, es ist ja echt krass hier. Oh, das Spiel ist so schön. Allein wenn es ein Soundtrack hört, jedes Mal aufs Neue.
Ist das der Club? Deshalb hat gerade keinen Pfeil. Nee, hier entsteht er. Hey, wie läuft's denn mit der Unterschriftsammlung? Ja. Nein, ich hab's nicht alle. Doch noch nicht. Hier, fang doch mit Diklas an hier. Das ist schön. Es will was von dir. Ganz geil, hallo. Kann man jetzt nicht irgendwie hier. Okay, ich glaube, ich muss Bewohner fragen, die da irgendwie auch wohnen und nicht einfach nur hier so rumlaufen. Dann gehen wir mal zurück und schauen, was wir hier für Bewohner noch antreffen. Ich meine, es ist in der so der späten Uhrzeit ein bisschen schwer, ne? Aber mal sehen, wir bimmeln einfach mal bei ein paar. Die müssten ja um die Uhrzeit eigentlich schon zu Hause sein. Fangen wir mal hier an und schauen, was wir hier finden. Ich war so lange nicht mehr, ich habe so lange nicht mehr mit den Bewohnern gesprochen. Hier ist Mutter zum Beispiel. Ah! Okay, ich sehe dich halt einfach zum ersten Mal erst hier. Bitte unterschreiben. Ja, danke dafür. Danke fürs Unterschreiben, Mona. Und man sieht es. Du hast offensichtlich auch so ein Teddybär-Febel, weil die überall Teddybär sind, aber immerhin Weihnachten, ne? Ist ja auch lustig, ne? Ist ja auch lustig. Das Projekt ist eigentlich echt cooler als Entspannung. Ich glaube, ich nehme das ab jetzt immer abends auf und kann nur fast halt die Zeit umdrehen, also zurücksetzen oder so, whatever. Wenn ich eine andere Zeit haben will, weil ich finde das als letztes Projekt am Abend mit dieser gemütlichen Gitarrenmusik so entspannend zum Runterkommen. Ich glaube, das streame ich ab jetzt immer, bevor ich ins Bett gehe. Ja, sorry, Sita, tut mir leid. Ja, ich will nämlich hier und das rappen wir bitte. Oh, du kannst mir das Ding. Oh, also der freut sich hier richtig für den Club. Kannst du auch mehrmals das rappen, ne? Aber dann wäre es ja langweilig. Ja komm, das sind ja nur 6 Stück, das habt man ja hier in aller Schnelle hinbekommen. Also ich glaube, das ist jetzt kein so großes Problem. Muss man nur so mit der Brücke über die Wege gehen, damit die wieder neu finden. Muss man im Animal Crossing New Horizons nicht mehr. Da braucht man ja keine Brücke, weil die irgendwie eine Brückenphobie hat oder so. Die gute Frau, die es programmiert hat angeblich. Keine Ahnung, ob das stimmt. Also jedenfalls, es tut bei ja mit so einem Stock dann da über die... übers Wasser springen, was da sehr interessant ist. Will übrigens nächstes Mal nochmal über Animal Crossing New Horizons genauer reden. Mach es in einen von den nächsten Parten. Hey Robert, erzähl. Ich hab keine Angst vor dir. Der Typ ist halt irgendwie mir richtig unangenehm. Aber unterschreib das bitte. Na dann. Das selbe fehlen noch 3. Okay. Also ich finde es ja cool, dass er wirklich jeder so einen eigenen Charakter hat. Man ist nett, man ist In-Game-Arschlösser. Also ich sag bewusst nur In-Game. Ja, das ist... alles... sehr nett hier. Ja, es mag die Spiel S gern. Ist wirklich sehr beruhigend und sehr schön. Auf dem Spaziergang, ja moin, um die Uhrzeit.
sind jetzt alle nicht da, aber hier. Hier ist mal jemand direkt draußen. Hi Gretel. Ja, es bin jetzt ja wieder täglich da, ja. Aber es muss mir einfach erstmal noch total oft anhören. Ich bin gespannt, ob es noch irgendeinen Bewohner gibt, der es weigern wird, da zu unterschreiben. Ich glaube nämlich nicht. Aber ich muss erst sagen, ich finde es erst cool hier so abends das Ganze zu streamen. Macht erst Spaß, mache es wirklich wieder öfter. Also es abends auf zu streamen, dann ist es abends aufzunehmen und das dann halt am nächsten Tag zu veröffentlichen, you know. Das ist echt cool, das macht mir erst Spaß, kann ich so oft genug sagen. So. Das ist Kai. Also ich lese nicht alle vor, was die jetzt hier sagen, ja, weil ich meine, ihr könnt das ja halber zumindest selbst lesen. Ich glaube, es fehlt mir noch eine Unterschrift, dann habe ich es alles. Das ist krass. Ja, danke fürs Unterschreiben und eine Person, die finde ich so noch. Und dann bringen wir das zum Typen und dann habe ich es bald endlich hier zu den Klubben, meiner Stadt, das ist doch auch wunderbar. Das wird mir nur wieder gefüllt eine halbe Weltreihe. Ah ne, machen wir doch direkt, haben wir noch gleich einen Pinguin hier. Roland! Hi Roland! Ja, irgendwie bist du neu, kann das sein? Ah ja, okay. Ich weiß auch. Ah ja, sehr schön. Interessant, Roland, Gumpel! Ja, bitte, das schreibt mir ja! Ja, danke fürs Schreiben, my friend. Jetzt bringe ich das Ganze noch back. Und dann wird er gebaut, ne? Bin jetzt einmal gespannt. So, let's go über die Brücke. Dann bringen wir das mal in zur Einkaufsmeile. Ich muss erst sagen, diese Gitarren-Sounds am Abend, um den Gedanken, den ganzen Tag auch nochmal Revue passieren lässt, das ist erst entspannt. Das ist ja entspannter wie sonst was. Das ist ungelogen. Ich soll mir auch mal von Schlafen gehen, einfach noch schöne. Ihr kennt doch diese Animal Crossing Raining-Musik, ne? Ja, dieses für Animal Crossing Musik, Gitarrenmusik, ganz angenehm im Hintergrund läuft und dann so Musik, dann so regnet, ne? Hier hörst du in zwei Situationen gern. Nimmst einmal beim Einschlafen, beim Zillen und auch das halt auch beim Lernen. Weil das hilft ein bisschen konzentrieren, dieser Regen, so runterbrasselt, dann diese gesellte Gitarrenmusik. Ich kann da gut, total gut bei lernen. Das ist fast so gut wie dieses Lo-Fi Hip-Hop. Kann ich auch nur jedem empfohlen für dieselben Zwecke, wenn es auf Dauer des Animal Crossing gut auf den Sack geht. So! Ja, ich hab sie alle, die Unterschriften. Natürlich kann ich sie geben. Bitte schön, my friend. Danke. Bitte, kein Ding. Ja, dann bin ich mal gespannt, wann er öffnet. Da weiß man noch nichts, ne? Was ist das hier eigentlich für ein Club hier? War das dieses Traumhaus oder was war das? Ja. Gut, da wollen wir jetzt nicht hin. Ja. Nee, heute mal nächstes Mal bestimmt bald wieder. Bald werde ich das mal wieder machen, weil das war ja echt ganz cool, wie ich das letzte zusammen ausprobiert habe, ein Part. Ich will eigentlich nur mein Bett und meinen Kaugummi-Automaten mal so ein Haus aufbauen und dann den Part hier auch wieder beenden, ne? Und in der nächsten fange ich dann mal wirklich an, mein Haus zu vergrößern. Aber heute kam eben das so ein Unterschriften sammeln für Club hinzu. I mean, why not? Aber es ist so schön, also es ist eigentlich... Ich muss mir jetzt erst mehr Zeit nehmen wieder für die Let's Plays, weil es macht so viel Spaß.
Und die ist so schön. Es ist echt. Ich kann es auch nicht beschreiben. Ich kann es nicht. So, irgendwie sieht mein Haus noch richtig hässlich aus. Nicht rauslaufen, Mann, du Scheiße hier. Richtig hässlich aus. Ich muss mal ein bisschen Designer-Ideen holen. Wird mir wieder Zeit von Community-Partner next. Ich sag ja, ich will das richtig schön weiter ausbauen. Genauso wie ich es auch in Real Life manche und Keller hier noch weiter ausbauen müsste. Tatsächlich. So, ich will das Bett mal hier neben mein richtiges stellen. Aber nicht so. Auch nicht so. Vielleicht, wenn ich jetzt so hingehe, dass es dann richtig hier hinkommt. Guck mal, ich komme jetzt hier ver. Okay. Ich meine, wenn. Das ist doch gut, wenn ich auf dem Bett lieg. Leg es mit dem Kopf so. Wenn ich mit dem Kopf lieber andersrum legen will, lege ich es mit einfach in das Bett, dann lege ich es mit dem Kopf so. Das ist doch praktisch. Seit wann habe ich denn das Laufrad hier? Und hier kommt jetzt nochmal ein Schneckautomat hin. Ja, voilà. I'm happy. Ah, hier kann Musik. Ah, hier kann man. Okay, wenn ich Lieder habe, kann ich die einlegen. Und die spielen. Ist auch mal interessant. Heißt, ich habe es in Obergeschoss, Untergeschoss und einen Keller. Mal sehen, wie ich da den Next dann weiter ausbauen werde. Will aber definitiv was noch Musikzimmer machen, noch ein Gamingzimmer und viel mehr hier. Muss ich dann noch schauen. Habe jetzt aber einiges Cooles vor, wie ist mein Haus noch so gestaltet in Animal Crossing. Darum geht's da jetzt. Um seine eigene Stadt, aber eben auch sein Haus zu gestalten. Und das Haus, das bis zum 20. März 2020, wo der neue Teller seid, nochmal fleißig an mein Haus hier weiterbaue. Und noch einiges Schönes in Animal Crossing New Leaf werden, erleben werde. Und damit geht's im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zusehen von dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.